Freunde, was geht ab? Heute wieder zum Friseur auf jeden Fall. Was geht ab, Germany? Wie ist die Internetverbindung? Ist die gut, Leute? Sag mal bitte. Letztes Mal ist Internet abgestürzt. Ich wollte noch mal was zu diesen aktuellen Geschehnissen in Deutschland sagen. Mir ganz wichtig. Weil mir tausend kleine Bushido-Lemminge schreiben mir die ganze Zeit, gehen mir so ein bisschen auf die Eier. Und nicht, weil sie sozusagen eine andere Meinung haben, sondern weil ich irgendwie das Gefühl habe, ihr seid total verblendet. Richtige verblendete Esel. Der gute Bushido hat es wirklich mal wieder geschafft. Mit seinem Charisma, ja, mit seiner charismatischen Art, dieses ganze dumme Volk zu verblenden. Ja? Ihr denkt doch nicht wirklich, dass der seine Familie beschützen muss. Bro, wenn du denkst, dass der seine Familie beschützen muss, dann hast du den ganzen Plan dahinter noch nicht verstanden. Was ist los bei euch, Alter? Habt ihr immer noch nicht... Ich weiß, viele von euch können den Arafat nicht leiden. Viele von euch sagen, da, was würdest du machen? Was würdest du machen, wenn deine Familie bedroht wird? Da würdest du auch zur Polizei gehen oder Flair, du bist auch schon zur Polizei gerannt. Leute, nur weil Leute von mir nicht das bekommen haben, was sie wollten und dann in der Hip-Hop-Szene so einen Schwachsinn erzählen, vergleich mich bitte nicht mit solchen Hunden. Okay? Vergleich mich nicht mit solchen Hunden. Warum ich jahrelang in Berlin, keine Ahnung, alleine gekämpft habe als Deutscher, mich behaupten musste gegen irgendwelche Familien, gegen irgendwelche Rocker-Gangs, ist genau der Grund, weil ich nicht abdrücken wollte. Und wenn ich mich mit Leuten zum Beispiel wie Arafat an einen Tisch setze, dann ist es wahres Straight Business mit Verträgen. Und dann müssen Leute den Unterschied erkennen und mich nicht immer in diese Schublade schmeißen. Flebe, du hast auch gemacht. Mann, warum seid ihr alle so eine Lemminge, Alter? Der Bushido, Alter, geht in die Bild, erzählt in der Bild-Zeitung, dass er bedroht wird und ihr glaubt der Bild-Zeitung. Obwohl ihr alle wisst, dass Bild größte Bullshit ist, die größte Manipulation abzieht. Und wer die Hintergründe nicht versteht, Leute, ich sag's euch jetzt noch ein letztes Mal. Der Bild-Chefredakteur und dieser andere Schwanzredakteur Rosberg haben sich mit Bushido zusammengetan und haben eine Kampagne geplant. Und die wissen ganz genau, jedes Mal, wenn Bushido sich in diese Opferrolle packt, ja, und Arafat in die böse Rolle, dann gibt es viele Klicks, gibt es viele Likes, gibt es viel Traffic auf deren Seite. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist die, ey, an alle Kiddies da draußen. Vielleicht habt ihr ja Kumpels, die sind irgendwie Juristen, oder vielleicht habt ihr ja Freunde, die Anwälte kennen. Informiert euch mal. Informiert euch mal bitte darüber, was ist ein Straf, was bedeutet Strafrecht und was bedeutet Zivilrecht. Okay? Der Typ geht mit dem LKA, sozusagen mit dem Staat, auf das Grundstück, meinetwegen auf das gemeinsame Grundstück von einem Arafat und einem Bushido, keine Ahnung, die Sachen interessieren mich gar nicht, die Kleinigkeiten. Und das LKA sind seine, diese Ermittler sind seine persönliche Garde. Sein persönlicher Security-Dienst. Checkt ihr nicht, wie krank das ist? Wenn es eine strafrechtliche Bedrohung gibt, wenn man ermittelt gegen einen Arafat Abu Shaka, wenn man ermittelt gegen mich, wenn man ermittelt gegen den Weihnachtsmann, und es gibt keine Indizien auf eine Straftat, dann ist die Sache beendet. Die haben Arafat in die U-Haft gesteckt, wegen angeblicher Entführung, und kam man nicht wieder raus nach 2 Wochen? Versteht ihr nicht, dass es gibt keine strafrechtlichen Indizien dazu, dass diese ganzen Sachen, die man dem Arafat unterstellt, stimmen. So. Und trotzdem geht der in die Bild, dieser Schwanz, geht der in die Bild-Zeitung und sagt, ich bin ein Ehrenmann, ich muss meine Familie beschützen. Sag mal, seid ihr alle so behindert? Der hat euch schon wieder alle bei den Eiern. Der hat euch alle schon wieder verarscht. Ich schwör's dir, und ich und meine ganzen Rapper-Kollegen und so, wir dachten, endlich ist dieser ganze Spuk vorbei.
Endlich ist dieser Tyrann am Ende. Und weil der Typ wie Wasser ist, weil der Typ eine Schlange ist, hat er sogar das LKA, die Staatsanwaltschaft in Berlin, für seine Zwecke benutzt. Und jetzt werden wahrscheinlich viele sagen, oh ja, der Bushido, Verschwörungstheorie, was der da erzählt. Warum sollte denn das LKA und Staatsanwaltschaft in Berlin, warum sollten die sich denn so die Mühe machen und so einen Aufriss machen? Leute, der Staat funktioniert immer so. Das LKA funktioniert immer so, die sind langsam. In Berlin wurden in Milieukreisen, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren in Berlin, habt ihr doch viel mitbekommen, wurden viele Leute ermordet. 2-3 Leute wurden da ermordet. Und da gab es vorher auch schon Drohungen in diesen Milieukreisen, da in Berlin auf der Straße, ja, ich fick den, ich bring den um. Und weil die Leute dann wirklich gestorben sind und wirklich ermordet wurden, hat die Staatsanwaltschaft natürlich auch gegen die Polizei ermittelt. Das LKA ist, hey, warum, wie kann es sein, dass der da von der Rockergang ermordet wurde? Und in den Akten kann man dann sehen, dass es da schon, ja, es gab dann schon, kennt ihr doch, irgendwelche V-Männer oder irgendwelche Aussagen. Und weil das in Berlin so krass passiert ist, hat natürlich das LKA jetzt Paranoia, dass das normal passiert. Und darum stehen da 50, ganz im Ernst, sag mal Leute, stehen da 50 maskierte Typen. Keine Ahnung, wenn der da aufs Gelände laufen will wegen irgendwelchen Bauarbeiten. Und ihr guckt es alle mit an, Alter. Wie der Staat, keine Ahnung, der Staat ist selber gerade Rockergang geworden. Peilt ihr das nicht? Peilt ihr das alle nicht? Ich schwöre mal, ich fordere hiermit mal irgendwelche Anwälte, irgendwelche Juristen, die, keine Ahnung, ob ihr das studiert oder ob das euer Job ist. Jeder, der da irgendwie Ahnung von hat, man macht euch mal bemerkbar, Alter. Das ist das Größte, größte Katastrophe, dass die Justiz, keine Ahnung, Alter, so famegeil ist, dass sie alle so famegeil sind und sich neben einen Bushido stellen. Und 2 Tage später, nachdem der wieder mit dem LKA und diesen Leuten irgendwo aufläuft und man sich darüber aufregt, kommen diese kleinen Mini-Bushidos im Internet und sagen, ey Mann, er ist ein Ehrenmann. Leute, wir unter uns, die Rapper unter uns, wir verarschen immer das Bushido-Comeback. Wir machen immer Witze über das Bushido-Comeback, dass wir sagen, er wird CCN4 machen und wird sagen, er wird so rappen, ich bin ein Ehrenmann, ich habe nur meine Familie gerettet. Sag mal, welchen Film lebt ihr, Alter? Kindesentführung und seid ihr behindert? Der Typ hat einen Zivilstreit, Zivilrecht, hat nichts mit Strafrecht zu tun, hat nichts mit LKA-Beamten zu tun, ein Zivilstreit mit diesem Arafat Abu Shaka am Laufen und macht gerade nur Welle vor euch und vor all diesen Leuten, vor den Bullen, vor den Richtern, vor den Staatsanwälten, damit er als armer Typ dasteht. Und ihr Pisser fallt alle drauf rein. Und ich mach mich hier wieder unsympathisch, weil mir das so auf die Nerven geht, was ihr für ein verblödetes Volk seid. Was ihr alle für verblödete Esel seid. Ja? Der arme Bushido. Wenn er so arm ist, warum hat er 20 Jahre lang, Alter, nur Leute unterdrückt mit irgendwelchen Leuten? Hä? Der Arme. Er beschützt nur seine Familie. Der ist die halbe Weltgeschichte. Der fliegt durch die halbe Weltgeschichte gerade. Seine Frau chillt woanders in der Weltgeschichte. Die Kinder haben eine Nanny zu Hause. Was für ein armer Bushido, was für Familie? Ist die behindert? Glaubt es mir, dem geht's nur ums Geld. Und ihr kotzt mich alle an, Alter. Ich schwör's dir, ihr kotzt mich alle an, dass da draußen noch ein Kack-Fan den überhaupt hören kann, Alter. Ich schwöre dir, ich hör auf mit Rap. Und ich höre nicht auf mit Rap, weil irgendjemand kommt und mich gedrückt hat. Ich komme auch nicht, weil ich nicht mehr kreativ bin. Ich höre auch nicht mehr auf, keine Ahnung, weil mir nichts Neues einfällt. Nein, ich höre auf, weil ich merke, Mann, ihr seid alle, für euch ist Hip-Hop was völlig anderes. Für euch Kids da draußen, Simon, ich gehe gleich weiter, Simon, ach, der ist schon drin, ich brauche mal Ladegerät, Leute. Weil für euch Kids ist Hip-Hop was völlig anderes. Für euch ist es was völlig anderes. Schon mal Ladegerät, Jungs. Schaut mal hier. Küche. Simon, kannst du mir Ladegerät geben, bitte? Ist, glaube ich, oben, ne?
Oder nee, warte mal, ich hab die doch hier schon wieder runtergeschleppt, ich Idiot. Jetzt haben wir Akku, Alter. Jetzt machen wir mal Real Talk, eine Stunde. Kann Rap-Show, kann Rap-Check, TV-Straßen-Sound. Hier, ihr wollt Content? Ihr kriegt Content. Und wisst ihr, was ich eigentlich noch zum Abschluss sagen möchte? Mir geht's gar nicht um Rap. In dem Sinn jetzt, also ich reg mich jetzt nicht über Bushido auf, weil es mir da um Rap geht. Und ich bin noch nicht auf Arafat. Ich bin noch nicht auf der Seite von Arafat, dass ich mich jetzt hier so dafür einsetze. Sondern ich denke einfach nur so, krass, was ihr als Bürger, so weißt du, ihr als Deutsche in Deutschland, geht euch das alles am Arsch vorbei? Dass die Justiz für sowas benutzt wird? Dass die Justiz, Alter, dass das LKA, dass die Staatsanwaltschaft, dass diese ganzen Leute sich das, keine Ahnung, Alter, dass die jetzt, keine Ahnung, so ein Privatunternehmen werden? Nochmal, wenn es strafrelevante Sachen geben würde, die hätten schon alle weggesperrt. Diese Bildscheiße, das geht seit einem Jahr. Es gibt da nichts zu machen. Es gibt da keine kriminellen Aktivitäten. Show. Zumindest in dem Ausmaß, was die behaupten. Und ich sag's euch nochmal. Jeder Hurensohn, der mir sowas unterstellt, weil Leute von mir nie das bekommen haben, was sie wollten. Ja? Aus Frust redet ihr Scheiße über mich. Was ist dieser Chanel, dieser Eierkopf? Macht er irgendwelche Tutorials, Alter? Macht er irgendwelche Statements aus, wo war der, Alter? Wo ist der hingefahren? North Carolina, South Carolina. Ey, Chanel, ich habe irgendwie gehört, du willst mich zum Kämpfen herausfordern. Ey, Mann, ich bin auch so ein Esel, dass ich auf solche Psychopathen eingehe, aber ich mach's jetzt mal. Guck mal, Chanel, ich weiß, du bist jemand, ähnlich wie Deso, ihr seid ja beide Kumpels gewesen. So, du hast nie irgendwie richtigen Zuspruch in Deutschland bekommen für deine Sachen, die du gemacht hast. Du warst noch nie der Fleißigste. Du warst der Erste in vielen Sachen und ich habe in jedem Interview über dich gut geredet. Ich habe immer, weißt du was, den Chanel, auch wenn keiner den Typen kennt, weil das schon die fünfte Generation ist, nachdem du damals den Song rausgebracht hast. Ich erzähle dir ein bisschen was über mein Leben. Ich keine Ahnung, wie der Song heißt. Ich glaube, mein Leben. Schon mit Nico. Nico hieß dein Kollege, kann es sein? Ich war immer der, auch wenn keiner mehr wusste, wer du bist, ich habe trotzdem immer wieder den Namen rausgeholt. Letztens auch bei dem Boogie-Interview, glaube ich. Lange Rede, kurzer Sinn. Du hast viel Zuspruch von mir bekommen, aber ich weiß, dass du sehr frustriert bist, weil du bei vielen Sachen in der Deutschrap-Szene oder in Deutschrap nicht deine Anerkennung bekommen hast. Aber Chanel, weißt du, was einfach nur die Tatsache ist, Dicker? Du bist einfach ein faules Schwein. Du bist genauso wie viele andere Rapper, mit denen ich oft Probleme habe. Ihr habt alle eine Sache gemeinsam. Du bist einfach faul. Und deswegen hast du deine Anerkennung nie bekommen. Du hast damals mit 030 Gangster-Kick nochmal wieder probiert zurückzukommen. Hat nicht geklappt. Du bist einfach frustriert. Und lange Rede, kurzer Sinn, egal mit wem du hier in Deutschland Beef hast. Ob es 187 ist, ob es Flair ist, ob es Sinan G ist. Guck mal, du bist ein Spielverderber. Du hast Schwanz eingezogen, bist aus Deutschland weg, du bist aus Berlin weg und du bist aus Hamburg weg und keine Ahnung, du bist überall weggegangen, überall weggerannt und machst jetzt deine Sache irgendwo am anderen Ende der Welt. Und was du da machst, ist auch dein Ding. Respekt, du bist in Amerika. Ich kann mir vor, also ich bin selber jemand, ich bin großer Fan von Amerika und ich kann mir vorstellen, dass es da schön ist und hin und her, ja? Aber halt die Schnauze, wenn es um Deutschland geht. Du bist doch weg. Du bist doch Aussteiger. Und hast nie dein Maul aufgemacht. Und jetzt, wo du keine Ahnung, irgendwo am anderen Ende der Welt bist, traust du dich, irgendwelche Storys hier zu machen. Ja, halt die Schnauze, Mann. Du hast nie was gerissen im Deutschrap. Du hast nicht mal, nenn mir einen guten Song, den du danach noch gemacht hast. Nicht mal in der Zeit mit 030 Gangster-Klick, wo ihr alle dachtet, ihr könnt das nächste Akku Berlin werden. Nenn mir einen Song, den du rappen kannst. Einen fertigen Song. Digga, und bevor du große Reden machst, ich meine, das kann man einem 40-Jährigen wie dir sowieso nicht mehr beibringen. Der Zug ist abgefahren, ja. Aber Digga, dein Leben hast du nie auf die Kette bekommen, einfach weil du dich nicht auf deine Musik konzentrierst. Weil du nicht deine Sache machst.
Flöte, du machst doch auch gerade an. Sag, Mann, ihr Spaß, ich bring jedes Jahr ein Album raus und ich mach die besten Alben im Deutschrap. Okay? Richtige Schwanzaktion, dieser Chanel. Wer ist Chanel, fragen alle. Ja, ist egal, ich rede nur über den, weil wirklich ein paar Sachen, die mir auch wichtig sind, egal, auch wenn es jetzt nicht die größte Relevanz hat, dann rede ich drüber. Schieß gegen jeden, aber bist nicht besser. Ey, immer diese Sprüche, Alter, ich schwöre dir. Doch, Leute, ich bin besser. Ich bin besser. Wollt ihr wissen, warum? Ich habe es mir nie einfach gemacht. Ich habe mich nie zu einer arabischen Großfamilie dazu gesellt, habe mich nie verkauft, habe mich nie an eine Rockergang verkauft. Und weil ich es nie gemacht habe, wollten mir viele Leute an den Kragen. Und ich bin nie zur Polizei gegangen und habe Polizeischutz bekommen wie Bushido. Und nur weil meine Freundin oder mein Nachbar oder die Oma die 110 ruft, wenn irgendwelche Hampelmänner vor meiner Haustür stehen. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wovon ihr redet? Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Ihr Eierköpfe? Wisst ihr überhaupt, was dieser Bushido gerade veranstaltet? Er manipuliert mit seinen Bildreportagen. Manipuliert er einfach alle und ich schwöre es euch, also jetzt wo ich hier sitze, wenn Bushido das hier guckt oder wenn er das später, keine Ahnung. Du bist ein Bastard. Du bist ein Bastard. Und ich weiß, wie gefährlich du bist. Und was viele von diesen Fans noch nicht verstanden haben, du verkaufst deine eigene Familie für die nächste Story gerade. Und 1000 kleine Mini-Fanboys glauben dir diesen Müll auch noch. Ich will gar nicht reden, dass du eine Schlange bist oder ein Schlappschwanz. Du bist einfach so berechnend. Du bist so... Leute. Ich schwöre es euch. Und jeder Schwanz da draußen, der Mitleid hat und sagt, der Arme, ey, ich schwöre es, schreiben mir irgendein Flo oder irgendein Thorsten, ey Mann, er beschützt nur seine Familie, darum ist er damit zur Polizei gegangen. Leute, nochmal. Du kannst nicht zur Polizei gehen und sagen, du hast Angst vor demjenigen, ich habe Angst vor dem, weil tut mir was, bitte beschützen Sie mich. So läuft das nicht. Da würde jeder Spaß zur Polizei rennen. Und würde sagen, könnt ihr mir mal bitte da helfen, könnt ihr mal das regeln, ich muss hier Kaffee holen, könnt ihr mich mal bitte begleiten. Das ist doch kein Security-Dienst. Seid ihr hängen geblieben? Seid ihr hängen geblieben? Der hat den Arafat angezeigt. Der hat einen auf V-Mann gemacht, hat mit der Polizei sozusagen kommuniziert und ist dann weiter zu dem Arafat gegangen, hat Aussagen gemacht, hat das Ding lange vorbereitet. Und sogar trotz dieser ganzen Aktion, die er da abgezogen hat, über Monate, gibt's keine Anklage. Und weil das nicht klappt, weil er ihn strafrechtlich nicht ficken konnte, tut er weiter so auf Opfer in der Bild, in den Medien, tut auf Opfer, will jetzt mit Wovereit an einem Tisch sitzen wahrscheinlich. Leute, ey. Und ich möchte noch eine Sache zum Abschluss sagen, dann springe ich im Pool. Okay? Leute, Bushido hat mir nicht geholfen. Noch nie. Es gibt keinen Menschen. Noch nie, wäre gelogen, nach der ersten Trennung bei Argo Berlin vor, sorry, 20 Jahren, okay? Wo er keinen Nutzen mehr von mir hatte anscheinend. Es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der so durchtrieben, abgewichst, hinterhältig und kalkuliert und berechnet ist wie dieser Bushido. Und wenn irgendein Bastard da draußen mir sagt, der hätte mir geholfen, es gibt keinen Menschen, der mir mehr Leute, der mich mehr ficken wollte, der mich öfter verkauft hat als ein Bushido. Es gibt keinen Menschen, der mich öfter verkauft hat als Bushido.
Und jeder in Berlin, der ein bisschen sich auskennt, der weiß ganz genau, wie oft. Warum hört auf, Alter? Und jetzt reden wir mal nicht weiter über Gossip und über Boulevardpresse und über LKA und Staatsanwaltschaft. Jetzt reden wir mal über meine Musik, okay? Chanel, pass gut auf. Mach das auch. Mach solche Ansagen oder rede so ein bisschen, kotz dich so ein bisschen aus und danach rede über Musik. Wer von euch kennt Smoke Perp? Wer kennt Smoke Perp? Ich guck mal in den Chat. Smoke Perp, wer kennt Smoke Perp? Sehr gut. Sehr gut, einige. Okay. In den nächsten Tagen gibt es vielleicht mal eine kleine Hörprobe. Smoke Perp und Flair haben einen geilen Song zusammen gemacht. Produziert von meinem Bruder Symes. Und alle, die Smoke Perp nicht kennen, sollten mal ein bisschen Ahnung haben von Rap. Was gibt es sonst Neues? Ja, wir arbeiten hier, wie gesagt. Wir machen ein bisschen Urlaub, aber wir arbeiten noch nebenbei. Haben schon ein bisschen was geschafft. Und ja, und Amazon Box ist ja wie gesagt erhältlich. In der Box seht ihr, habt ihr mittlerweile schon gesehen auf Instagram, ist ein mieser geiler Trainingsanzug von Ghetto Sport. Wie geht's, Bruder? Ismail, wie geht's? Bist du noch mit Sido befreundet? Na klar. Klar. Einer schreibt Sophia Tomala. Wann kommt Gringos Song? Frag mal alle bei Gringo nach, ich weiß es nicht. Wir haben wie gesagt einen Song für ihn gemacht, einen Song für mich. Meiner kommt aufs Album, seiner ist ein Single, müsst ihr mal gucken. Fragt ihn mal. Kommt noch was mit Farid? Natürlich. Wann kommt Hafti Feature? Auf jeden Fall auf dem Album. Okay, Freunde, jetzt habe ich mich ausgekotzt. Danke, dass ihr mir alle zugehört habt. Moneyboy macht District der Pisser. Schuh massiv! Massiv, kommt was mit massiv. Ja, gerne. Rin wäre geil. Rin ist cool. Woher weißt du, dass Bushido Stress hat mit seiner Frau? Hab ich doch gar nicht gesagt, seid ihr behindert? Die leben generell eine, wie nennt man das? Offene Beziehung. Bushido und seine Frau leben halt einfach eine offene Beziehung. Was sagst du zu Bones und 8-4? Keine Ahnung, was ist da? Samra Feature, ich habe keinen Kontakt zu Samra, nein. Kommt was mit Kolle, sehr gerne. Ich müsste mit Kolle eigentlich mal Diss-Track machen, ich weiß auch gegen wen. Ah ja, Platzpatron Patrick hat Chanel ja gesagt, dieser Bastard, wie dumm der ist. Leute, zu dieser Geschichte, ne, der Chanel, oh, kann ich schon mal schön erzählen jetzt. Dieser Chanel kommt aus heiterem Himmel, kein Schwanz hat sich für den interessiert und sagt, Rapper in Deutschland würden sich so Fake-Stories ausdenken, damit wir irgendwie uns als krasse Gangster darstellen. Und gibt's ja Leute, die machen sowas, klar. Aber dann nimmt er ausgerechnet, guck mal, wie dumm der Esel ist. Dann nimmt er ausgerechnet die Geschichte von mir, wo wir damals einen Videodreh hatten, zu Carlo Cooks Noten 2, wo sozusagen, also wir waren beim Set und es gab eine Location, das war sozusagen Palace Schöneberg, was ja auch eine, kann man sagen, damals war das auf jeden Fall eine sehr, sehr heiße Gegend, weil halt, wie gesagt, ein paar Familien da die Gegend für sich beansprucht haben und Bushido war zu der Zeit an einem anderen Set, so. Und dann drehen wir da und dann kurz nachdem wir dann, wir waren dann schon versammelt, haben uns halt alle in so ein Vito reingesetzt und sind dann losgefahren, standen an der Ampel, noch genau an der Palastkreuzung. Und dann kamen halt drei Leute, haben mitten auf der Straße, also haben hinter uns gehalten, haben mitten auf der Straße den Vito aufgerissen und haben halt mit einem Maschinengewehr reingeschossen. Hatten aber auch ein Messer, haben Beko fast den Arm gebrochen, Beko war mit bei, Jalil war damals auch noch mit bei. So, ihr könnt ja Jalil fragen, der würde ja jetzt wahrscheinlich sagen, dass es fake war, um mich zu ficken, wenn es fake war.
Nein, Quatsch, Mann. Jalil soll das nicht wieder schlimm auffassen. Okay, aber ihr könnt auch Jalil fragen. So. Und jetzt kommt dieser Chanel-Schwanz und sagt, wir hätten diese Sache inszeniert. Der Idiot, und jetzt kommt der Haken an der ganzen Sache. Aktenzeichen XY, also ihr kennt dieses Senden, ich glaube ARD oder ZDF, hat eine komplette Sendung über diesen Fall gemacht, weil dieses Maschinengewehr Wochen später bei einem anderen bewaffneten Raubüberfall benutzt wurde. Also da haben die Ermittler irgendwie sozusagen die Sachen zugeordnet. Das heißt, die machen ein Aktenzeichen, eine komplette Sendung über diese Waffe. Das heißt, die Bullen sagen, es ist ein echtes Maschinengewehr. Die denken sich das ja nicht aus. Und möchten jetzt sozusagen Hinweise auf diesen Vorfall bei mir haben. Möchten halt Leute in meinem Umfeld oder weiß ich nicht, Fans oder Leute, die diese Leute, Zuschauer dazu aufrufen, dass sie sich dazu äußern. Und sagen halt noch, dass in einer Angelstraftat auch dieses echte Maschinengewehr benutzt wurde. Das heißt, die Bullen selber sagen, dass es ein echtes Maschinengewehr ist. So. Dass da irgendwelche Typen noch angestraft hatten, mitgedreht haben. Und im Zuge dieser Ermittlungen war ja auch klar, dass wir nichts mit diesen Leuten am Hut haben. Also was von vornherein klar war, was auch in Berlin dann sozusagen auf der Straße klar war, wir wussten sofort alle, aus welcher Ecke das kommt. Ja, aber also eigentlich die, wie sagt man, es gibt ja viele Stories, viele Gangster-Stories oder viele Stories mit Schießen so, aber die Story, die sogar von Aktenzeichen XY aufgegriffen wurde, um das so darzustellen, weil es wirklich echte Ermittlungen gab, weil es wirklich, da kommt jetzt irgend so ein Chanel-Schwanz Jahre später und wirft mir dann, guck mal, ey, ich sag euch, macht eine Menge durch in Berlin. Da kommen irgendwelche Araber und haben eine Uzi und schießen auf einen. Und auch wenn es so Platzpatronen waren, also du kannst ja diese mit, kennt ihr die Patronen, die sind dann vorne grün. Du kannst die in ein echtes Gewehr machen und wenn du dann ballerst, kommt auch ein riesen Feuerstrahl vorne raus. Hat mir die halbe Seite verbrannt, Beko fast den Arm gebrochen, die Typen hatten ein Messer. Ey, so eine Sache machst du da durch in Berlin, ja, wenn du einfach nur Videodreh hast. Dann kommen noch irgendwelche LKA-Ermittler, wollen, dass du aussagst. Das machst du natürlich auch nicht, weil du bist ja krasser Gangster-Rapper und mit den Bullen redest du nicht. Du machst diese ganze Scheiße durch. Und dann kommt Jahre später so ein Chanel, der immer mit seinem fetten Arsch irgendwo hingerannt ist. Immer geflüchtet ist aus Berlin. Und kommt Jahre später und erzählt jetzt, dass das gestellt ist. Ich schwöre, Chanel, du hast ja irgendwie auch gesagt, du willst kämpfen. Du bist doch ein richtig trainierter, UFC-Fighter. Warum rennst du denn weg warum bist du denn weggerannt aus Berlin? Warum bist du denn aus Hamburg weggerannt? Mach doch denn, wenn du so ein krasser Fighter bist, was kommst du jetzt zu mir, Alter? Spast, Alter. Richtiger Eierkopf, Alter. Yo, unser Rap und du, weißt du was? Du sagst ja, Rap gehört dir, weil du schwarz bist. Ja? Warum kannst du da nicht rappen? Warum kannst du nicht rappen? Warum? Es gibt sogar schwarze Jungs in Amerika, die nicht rappen können, die haben Erfolg. Du schaffst nicht mal in Deutschland gut zu rappen. Du kannst nicht mal einen Reim in einem 16er gehabt damals. Du hast irgendwas genuschelt, damit es irgendwie Englisch klingt und sowas, Alter. Und dachtest jetzt, du bist voll der Coole. Weil du einen Ami-Papa hast. Dein Bodybuilder Ami-Papa. Dein Bodybuilder Ami-Papa. Du warst der erste von allen, der Anabolika gespritzt hat. Was quatscht über Sinanji mit Breit? Du hast Anabolika erfunden in Berlin. Warst beim Splash, Alter, konntest kaum atmen, weil du auf Stoff warst. Mit Riad, weiß ich noch ganz genau. Bist beim Splash auf unsere Bühne, hast dich gefreut, dass du auf unserer Bühne stehen durftest. Schwanz, ja?
Ich rede über Chanel. Viele fragen, über wen ich rede. Was sagst du zu Shindy EFH? Ja? Hat ein Flow, hat eine Betonung. Ne Lines, ne Nice, ne ja. Soll ich euch den Drake-Song zeigen, von dem er das hat? Ja? Hat mein Ghostwriter Lars Unlimited, hat mein Ex-Produzent Nico Chiara. Was soll ich da sagen? Natürlich ist er gut. Egal ob Bushido oder Shindy, schon immer die Leute abgeworben, die mit mir gut zusammengearbeitet haben. So war es schon immer. Chanel hätte dich damals schon zu einem Kampf herausgefordert, stimmt das? Nein, hat er nicht. Nein. Jamal fragt, warum sind die Leute nicht bei dir geblieben? Ich wollte die Leute nicht mehr bei mir haben. Leute arbeiten nicht so wie ich. Leute haben nicht denselben, sehen nicht denselben Film. Warum, bevor ihr immer sozusagen euch die Schuldigen sucht, die was im Leben erreichen? Warum sind immer diejenigen, die an der Spitze sind, schuldig? Nennt mir, guck mal, eine Frage noch, damit ihr peilt, was mein Charakter ist, damit ihr peilt, wie die vielleicht, damit ihr mich besser einschätzen könnt. Welcher Rapper, der so ein Standing hatte wie ich, der zu Epic-Zeiten so ein Standing hatte wie ich, hätte mit einem von seinen Künstlern, die so ein Standing haben wie Jalil, ein Album gemacht? Sagt mir das mal. Sagt mir das mal. Welcher Rapper, der so ein Standing hatte wie ich damals, hätte mit Zilla ein Album gemacht zu Südberlin-Maskulin-Zeiten mit seinem Standing? Was muss man euch noch erklären? Sido macht mit Savas. Savas macht mit Xavier. Azad macht mit Savas. Khatar macht was mit Haftbefehl. Ich mit Jalil. Ich mit Zilla. Was ist los mit euch, Alter? PA mit Kianush, kann sein, ja. Was ist los mit euch, Alter? Mein Erfolg steigt dann den später zu Kopf. Und in einem Jahr sind sie alle wieder gefickt. Es wiederholt sich. Sag mal was zu Samarita, kenne ich nicht, müsst ihr mir zeigen. Epic und SBM waren auch krass, ja, hab ich ja auch gemacht. Hab ich komplett produziert. Ich hab den Produzenten Anleitungen gegeben für den Beats. Ich hab die Hooks geschrieben. Alles. Alles Bullshit. Wenn ihr mir Demos zukommen lassen wollt, schickt mir einfach bei Insta einen Link. Geht auf DMs, schickt mir da eure Sachen. Bro, schalt mal ab und genieß den Urlaub. Ich schwöre dir, alles Bombe. Mich hat das gestern nur so krass aufgeregt. Hast du mit Ozi gearbeitet? Nein. Verhältnis zu Animus, kein Kontakt. Yo, Leon, was geht? Leon Lovelock. Mach mal mit Colin Bones einen Bones-Diss-Track. Gute Idee. Nura oder Juju? Juju. Verhältnis zu Manuelsen, alles gut.
Wann bist du wieder zurück? In 4 Wochen. Also nochmal, Leute, lass dich nicht verarschen. Kleinen Piss-Bushido-Pisskinder, Alter. Bis später.